Hallo ihr Lieben, es ist soweit, die Ausverkaufslisten, diesmal sind es ja zwei, sind draußen vom Jahreskatalog und auch vom Mini-Katalog. Ich möchte heute mit euch fix durch die beiden Kataloge blättern. Ich hoffe, ich habe alles richtig erfasst und erzähle euch jetzt nichts Falsches, also ich übernehme da keine Garantie. Wir fangen mit dem Jahreskatalog an. Der Ausverkauf an sich startet am 4.4. diesen Jahres. Und ich möchte euch ans Herz legen, wenn ihr von den reduzierten Sachen unbedingt was haben möchtet, nutzt bitte am 4.4. den Online-Shop, denn da könnt ihr auch gleich sehen, was noch verfügbar ist und was nicht. Wir starten auch gleich durch. Wenn euch das zu schnell geht, stoppt das Video, spult eventuell nochmal zurück, so dass ihr alles mitbekommt. So, wir starten gleich mit der ersten Produktreihe Teeliebe. Die geht raus. Sowohl das Designerpapier als auch die Umschläge und die Karten, die sind reduziert mit 30%. Das Stempelset geht raus und auf den Stanzformen haben wir hier 20%. Was auch wichtig ist, ab dem 4.4., dass ihr dann nicht mehr die Nummer hier unten nutzt für das Produktpaket, sondern dass ihr das dann einzeln bestellt, weil ansonsten bezahlt ihr den Betrag hier unten ohne die Rabatte. So, die Per Herzenspost, das bleibt allerdings nicht mehr mit 10% Rabatt, genauso wie die Stiefmütterchen. Auch die bleiben uns erhalten, aber auch hier nicht mehr als Produktpaket. Dann haben wir die Flaschenpost, die bleibt aber auch ohne die 10%, sprich das Produktpaket geht raus. An sich bleibt das Set aber erhalten. Dann habe ich hier das Stempelset feierliche Anlässe, das geht raus mit 20%. Mit guten Gefühlen bleibt uns erhalten. Süße Kirschen bleibt uns erhalten, allerdings ohne die 10% Rabatt. Nichts geht über, das geht raus, das haben wir ja auch schon länger im Katalog. Die Osterglocken verlassen das Sortiment mit 60%. Und ich finde das schon enorm. Wir haben hier, das ist zwar ein englisches Set, aber nur zwei Sprüche. Also da sind 60% auf jeden Fall der Knaller. Das hier unten, das englische Set, geht raus mit 20%. Wie Muscheln, das Stempelset geht raus mit 60%. Die Paradise Palms gehen raus mit 30%. Ewig liebevoll geht raus das Designerpapier mit 40%, das Stempelset mit 60%. Was bleibt, ist die Handstanze. Die bleibt. Also die geht mit in den neuen Katalog. Gern genutzte Grüße bleibt uns erhalten. Sag's mit Tulpen, das Stempelset geht raus mit 60%. Auf diesen beiden Seiten geht alles raus, ohne Rabatt, sowohl das Englische, die Painted Poppies, die wir ja auch schon länger im Katalog haben, gehen jetzt raus. Besondere Momente geht auch raus, ohne Rabatt. Die Marienkäfer und das Vögelchen bleibt uns erhalten. Das gibt es ja jetzt sowieso schon nicht mehr als Produktpaket, sondern nur einzeln und hier wird es dann auch so sein, dass ihr nur noch beides einzeln bestellen könnt. Kreative Tage bleibt. Die Sukkulenten, was auch ein englisches Set ist, geht raus mit 60%. Dann haben wir hier gut gerahmt. Die gehen raus mit 20%. Da haben wir ja Stanzformen zu, die auch den Katalog verlassen. Hier haben wir wieder ein englisches Set, 20% geht raus. Der gute Laune-Gruß geht raus mit 20%. Voll inspiriert geht raus mit 10% und auf die Stanzform gibt es 30%. Die Schmetterlinge, wo sich die Geister geschieden haben, gehen raus. Ich war so begeistert, wo ich das gesehen habe und benutzt habe ich es, glaube ich, einmal.
Schande auf mein Haupt. Das Designerpapier geht raus mit 30%, die Accessoires gehen raus mit 40%. Die sind ja in den In-Color-Farben 23, nein, 22 bis 24. Ich gucke es nochmal nach. Steht hier jetzt nicht. Auf jeden Fall bleiben diese In-Color-Farben noch erhalten, aber die Accessoires gehen raus. Auf das Stempelset gibt es 60% und auch auf die Stanzform. Also das ist dann schon ein Knaller. Dann haben wir hier das englische Set. Das bleibt uns erhalten, allerdings ohne diese 10% Rabatt. Es kommt aber im neuen Katalog ein deutsches Set, was auch in dieser Art aufgemacht ist. Dann haben wir hier Art Gallery, geht raus mit 60%. Große Wünsche bleibt uns erhalten. Dann hier unsere Badeanzüge gehen raus mit 30%. Das hier unten drunter mit 10%. Aber mit englischen Sets habe ich es sowieso nicht so. Dann haben wir die Weihnachtssachen. Weihnachten im Wald geht raus mit 30%. Festtagsbaum geht raus ohne Rabatt. Ihr könntet aber in der Ausverkaufsecke im Online-Shop gucken. Da gab es mal Stanzform zu. Vielleicht sind die da noch drin. Da müsst ihr vielleicht mal nachschauen. Dann haben wir Christmas Season geht raus ohne Rabatt. Weihnachtsgrüße geht raus ohne Rabatt. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe alles richtig erfasst. Dann haben wir die nächste Produktreihe. Fröhlicher Wald. Das Designerpapier geht raus ohne Rabatt. Die Bänder gehen raus mit 20%, das Stempelset mit 10% und auf die Stanzform gibt es auch nochmal 10%. So, das Stempelset Stitchery geht raus. Unsere süßen Elefanten hier unten, kleine Elefantasie, geht raus. Das Stempelset ohne Rabatt, auf die Stanzform gibt es 20%. Dann haben wir fabelhafte Wesen, das geht raus mit 20%. Die Eichhörnchen gehen raus mit 30%. Das Stempelset hier oben geht auch raus. Und beste Enkelkinder geht raus mit 60%. An meiner Seite bleibt Grußfamilien geht raus mit 20%. Fantastfisch geht raus mit 20%. Die Partypuffins, die Papageientaucher, gehen raus mit 10%. Peekaboo Farm geht raus mit 20%. Und auch die Schweinchen gehen raus mit 30%. Und da könntet ihr auch eventuell in der Ausverkaufsecke noch schauen. Da gab es auch mal Stanzformen zu. Vielleicht sind auch die da noch drin. Vintage Rosen geht komplett raus. Das Designerpapier ohne Prozente, das Band mit 10%, Stempelset geht raus ohne Prozente und auf die Stanzform gibt es 30%. Dann haben wir dieses englische Set. Geranien. Ich habe es nicht gehabt, weil es englisch. Geht raus mit 60% sowohl auf das Stempelset und auch auf die Stanzform. Garten Eden geht raus mit 60%. Der Igel bleibt uns erhalten. Hier unten haben wir großes Hurra, geht raus mit 50%. Genauso wie die Tierchen hier unten, die gehen raus mit 20%. Die beiden großen, ja, englisch habe ich nicht gehabt, die gehen raus mit 30%. Zauberhafte Grüße, ein deutsches Set, geht raus mit 20%. Das kam ja in dem Katalog mit einer Stanze. Wobei ich glaube, die Stanze geht jetzt raus. Und die aus dem Frühlingskatalog wird, meine ich, übernommen. Dann haben wir grünes Dankeschön, geht raus mit 50%. Die beiden gehen raus, das obere mit 20%, das untere mit 30%.
Fresh Cut Flowers geht raus mit 60%. Auch hier gab es Standsform zu. Auch da bitte einmal in der Ausverkaufsecke schauen, ob die vielleicht da noch drin sind. Voller Anmut. Schade, schade. Es geht raus. Designerpapier war klar, die gehen ja meistens immer raus. Geht allerdings raus ohne Rabatt. Der Basic Perlenschmuck bunter Schimmer bleibt uns erhalten. Anmutige Blüten, das Stempelset geht raus mit 30% und auf die Stanzform gibt es sogar 50%. Also wer das noch nicht hat, vielleicht ist es eine Überlegung wert. Dann haben wir Wiesenruhe, das bleibt uns erhalten. Naturgedanken geht raus mit 60%, sowohl 60% auf das Stempelset und auch auf die Stanzform. Am besten zusammen geht raus ohne Rabatt. Das hier. Dann haben wir hier oben die Oliven, die gehen raus mit 10% und auch die Fische gehen schon wieder raus. Komplett ohne Rabatt. Bei der Stanze gucken wir hinten gleich nochmal. Ich hoffe, ich habe es aufgeschrieben. Hoffnung und Segen, das Stempelset hier unten, das bleibt. Amazing Silhouettes. Das habe ich hier, weil ich die Stanzform so toll fand. Genutzt habe ich es auch privat, glaube ich, einmal, aber ich kann mich jetzt nicht daran entsinnen, dass ich ein Video dazu gemacht habe. Jetzt verlässt es uns mit 60%. Freundschaftsblüten habe ich vor kurzem noch benutzt, wird aber jetzt rausgehen mit 40%. Genauso hier unten das Stempelset für alle Zeit, auch das geht raus mit 10%. Es muss was das Sortiment verlassen, damit was Neues Platz hat. Bienenliebe geht raus, sowohl das Stempelset als auch die Stanzform jeweils mit 60%. Genauso wie hier beim Landsegen geht auch beides raus und da bekommt ihr auch auf das Stempelset und die Stanzform jeweils 60%. Dann haben wir das Stempelset Gute Besserung geht raus mit 10%. Full of Love geht raus mit 10% und Gedanken und Grüße geht raus ohne Rabatt. Männersache, Stempelset und Stanzform bleiben, allerdings ohne die 10% Rabatt. Was auch bleibt, sind die selbstklebende runde Akzente in rustikaler Metalloptik. Die bleiben uns erhalten. Designerpapier geht raus ohne Rabatt. Also ihr merkt schon, wir haben nicht auf alle Designerpapiere diesmal ein Rabatt. Das hier oben geht raus mit 10%. Leinenlos, das Stempelset finde ich sehr schade, geht raus mit 60%. Die Stanze bleibt uns erhalten. Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn man dann das Stempelset auch noch mit übernommen hätte. Aber nun, es ist so, das Stempelset geht raus, die Stanze bleibt. Wildromantisch bleibt. Das Whisky-Set geht raus mit 20%. Tech-Support geht raus mit 10%. Mit denen konnte ich einfach nichts anfangen. Eine Runde Glück, so heißt es. Bleibt uns erhalten, aber nicht mehr als Produktpaket. Das heißt, wenn ihr das noch haben möchtet, bestellt es vor Mai. Sonst bekommt ihr die 10% nicht mehr. Am Waldrand bleibt uns erhalten. Auch das ist ein Set, das habe ich hier. Aber ich weiß noch nicht, was ich damit kreieren soll. Das da drüber, Better Days, geht raus mit 40%. Das hier unten geht auch raus mit 20%, ist aber auch ein englisches Set. Der Bambus geht raus mit 20%, das Werkzeugset geht raus ohne Prozente. Wild and Sweet bleibt uns noch erhalten, auch das ist ein Set, was ich hier habe, wo ich aber noch nicht mitgearbeitet habe. Oceanfront bleibt. Der Reiher, ruhevolle Reiher, geht raus. Das Stempelset ohne Prozente, auf die Stanzform gibt es 20%. Hier unten dieses englische Set geht raus mit 20%. Sonnendruck, das Designerpapier geht raus mit 10%. Das Stempelset und die Stanzform bleiben uns erhalten, aber nicht mehr als Produktpaket.
Bezaubernder Blauregen. Stempelset geht raus mit 40% und auf die Stanzform gibt es 20%. Dann haben wir hier unten bezaubernd botanisch. Das Stempelset bleibt. Wir haben aber hier unten dieses Designerpapier. Das geht raus. Das war ein Pergamentpapier auf, ich weiß gar nicht, wie es zugeschnitten war, auf kleinere Stücke auf jeden Fall. Das geht raus. Waterfall Canyon geht raus mit 50%, Mountain Air mit 10% und Jar of Flowers, auch das ist schon länger im Katalog, geht jetzt raus mit 40%. Dann haben wir die Vogelhäuschen. Die gehen raus mit 10%. Romantische Ranunkeln, wer gerne Vintage bastelt, kann das sicherlich gut gebrauchen. Es verlässt allerdings den Katalog mit 30%. Was bleibt, und das finde ich sehr schön, ist das Stempelset konturiert und koloriert. Da gehören die Stanzform gewellte Anhänger. Gewellte Anhänger? Gewellte Konturen. Es steht drunter, ne? Bleibt uns erhalten. Sehr schön. Fantasievolle Texturen. Das Designerpapier geht raus, ohne Rabatt. Das goldene Papier bleibt, also das findet ihr auch im neuen Katalog. Stempelset und Stanzform bleiben, allerdings auch hier ohne die 10% Rabatt. Der Leuchtturm der Freundschaft. Ist nicht meins, muss ich einfach so sagen. Das Stempelset geht raus mit 20% und auf die Stanzform gibt es 60%. Mehr an Glück. Bleibt uns erhalten, allerdings auch hier ohne die 10% Rabatt. Shaded Summer geht raus mit 60%. Die Watercolor Shapes, auch die gehen raus, allerdings ohne Prozente. Pretty Birds geht raus mit 20%. Auf die Stanzform gibt es 40%. Dann haben wir wunderbare Freundschaft. Auch dazu gab es mal Stanzformen. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind jetzt schon ein Jahr, sind die Stanzformen schon raus. Jetzt geht das Stempelset mit 30%. Libellengarten geht mit 40%. Ich meine aber, dass die Stanze im neuen Katalog noch drin ist. Das ist eine Handstanze. Ich meine, ich habe sie da gesehen. Will mich da jetzt aber auch nicht festlegen. Kunstvoll koloriert. Das bleibt. Wildflower Pass geht raus mit 40%. Electric Garden geht raus mit 60%. Handgemalte Blüten, leider, leider verlässt es jetzt den Katalog mit 50%. Farben des Glücks. Auch das geht leider schon wieder raus. Designerpapier geht raus ohne Rabatt. Was uns erhalten bleibt, sind die runde Glasakzente. Die sind auch im neuen Katalog. Das Stempelset geht raus mit 40% und die Stanzform mit 50%. An dieser Stelle nochmal gesagt, achtet drauf, ihr müsst es dann wirklich einzeln bestellen, damit ihr den Rabatt auch bekommt. Willow Tree geht raus mit 20%, auf die Stanzform gibt es 30%. Die Hortensien haben wir ja auch schon länger im Katalog. Die gehen jetzt raus mit 60%. Entspannte Momente bleibt. Das hier unten drunter, das englische Set, bleibt auch. Graceful Titles geht raus, ohne Rabatt. Dann haben wir hier oben noch ein englisches Set. Oder englisches, ja, denn es wird auf Englisch betitelt. Das geht auf jeden Fall raus mit 20%. Stempelgrüße geht raus mit 60%. Alphabest bleibt allerdings ohne die 10% Rabatt. Dann sind wir auch schon bei den Hintergrundstempeln. Schade, 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 schade. Die Schmetterlinge gehen raus und die Stanzform sind so schön. Die gehen raus mit 30%. Dann Pretty Medallion geht raus ohne Rabatt.
Night Together geht raus mit 40%. Das kann ich nicht aussprechen. Der geht hier unten, der geht auf jeden Fall auch raus ohne Rabatt. Was ich schön finde, ist, dass der noch bleibt. Den habe ich nämlich hier und noch unbenutzt. So habe ich jetzt noch mal ein Jahr Zeit, ihn einzusetzen. Der daneben mit dem großen Thank You geht raus mit 10%. Tropical, was auch immer, geht raus ohne Prozente. Dry Brush geht raus mit 10% und Daisy Garden mit 30%. Und jetzt trinke ich mal eben einen Schluck. So, das Stempelset Hollyhocks geht raus mit 30%. Auf die Stanzform gibt es 60%. Limitierte Auflage geht raus ohne Prozente. Dann kommen wir auch schon zu den Farben. Es sind mehrere Farben, die das Sortiment verlassen. Das haben wir ja schon länger gewusst. Ich sage euch mal eben, welche Farben das Sortiment verlassen. Es gibt auf verschiedene Produkte, Farbkarton, auch Blends und so weiter, verschiedene Rabatte, die werde ich euch jetzt nicht alle vorlesen. Verlassen werden uns auf jeden Fall, das war klar, Bonbon Rosa, Papaya, Lodengrün und Seladon. Was ich mega finde, ist, dass wir Fräsienlila behalten. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass die beiden, also Seladon und Fräsienlila, übernommen werden. Es ist jetzt nur Fräsienlila, Seladon. Ich weiß, es ist eine Megafarbe, aber sie geht leider raus. Und ich würde schon fast darauf wetten, dass von den Farben, die jetzt rausgeht, am 4.4. vielleicht schon nichts mehr da ist. Aber das ist nur eine Ahnung. Dann geht raus Mango-Gelb, Bermuda-Blau, Pazifik-Blau, Merlot-Rot, Wildleder, Sahara-Sand, Kirschblüte, Safran-Gelb, Farngrün. Finde ich so, so schade, dass das rausgeht. Und Minzmakrone. An sich kann ich damit leben, welche Farben da rausgegangen sind, aber nicht mit Farngrün. Das ist ein Grün, was ich gerne benutzt habe, aber es geht raus. Es ist, wie es ist. So, also wie gesagt, bei den Prozenten, beim Farbkarton und so weiter, es sind auch nicht alle Farbkarton, also es ist nicht überall der Farbkarton reduziert. Da müsst ihr einfach mal schauen. So, das bleibt, wie es ist. Dann ist es hier oben genauso, wir haben ja hier die Pakete mit den Mischkartons, Signalfarben, Neutralfarben, Prachtfarben, Pastellfarben. Auch da sind verschiedene Rabatte drauf. Dann unsere Stampin' Right Marker. Habe ich gerade einen hier? Nee, habe ich nicht. Gehen raus, aber quasi, die gehen nicht ganz aus dem Katalog. Da wird eine neue Auflage kommen. Und deshalb gehen die raus. Genauso ist das, also das komplette Set mit allen 40 Farben, mit den jetzt aktuellen Farben, außer die In Color. Da gibt es 10% drauf. Ihr habt hier oben aber auch die einzelnen Nummern für die Farbfamilien. Genauso ist es bei der Kreide. Die geht raus mit 60%. Es kommt aber eine neue. Diese geht auf jeden Fall raus. So, dann bei den Aquarellstiften, das erste Sortiment geht raus, dafür kommt aber ein neues. Das geht auch ohne Prozente raus. Also, da müsst ihr mal schauen, was ihr da noch nicht habt oder ob ihr da vielleicht noch Bedarf habt. Klebemittel ändert sich soweit nichts. Bei den Embossing Tools und so weiter ändert sich auch nichts. Hier ändert sich soweit auch nichts. Selbst die Schablonen sind im neuen Katalog, also auch die gehen nicht raus.
Designerpapier blättern wir nochmal eben durch. Zum größten Teil hatte ich das euch schon gesagt. Hier haben wir noch das Designerpapier elegant gezeichnet. Das Schwarz-Weiße, das geht raus mit 30%. Designerpapier bezaubernd bedruckt. Da hatte ich eine Ostertasche mitgemacht. Das geht jetzt raus mit 20%. So, das sind wir schon durch. Die Designerpapiere für die In-Color-Farben. In Color 22 bis 24, das sind ja die, die uns noch ein Jahr erhalten bleiben. Da gibt es wieder ein neues Designerpapier. Das alte geht generell eigentlich raus, es bekommt nur ein neues Design. Die Farben bleiben aber noch. Dennoch gibt es hier 20%. Auf das Designerpapier 21 bis 23, wo ja Seladon, Lodengrün und so weiter drin ist, gibt es 30%. Bei den Signalfarben gibt es 30%, Neutralfarben sogar 50%, Prachtfarben 40% und bei den Pastellfarben 10%. Gastgeberinnenpapier geht wie immer raus. Und dann sind wir Erinnerung und mehr. Kartensortiment, fantasievolle Texturen geht raus mit 40%. Die Umschläge mit 40%. Kartensortiment, Erinnerung und mehr großer Tag geht raus mit 40%. Der wird neu aufgelegt. So, hier bleibt soweit alles bis auf die hier. Die sind ja in der Teeliebe-Reihe, die gehen raus. Und die langen Umschläge oder schmale Umschläge gehen raus mit 40%. So, dann haben wir hier die besonderen Designerpapier. Das Glitzerpapier in Color 22 bis 24 geht raus mit 20%. Spezialpapier gut gemalert geht raus mit 20%. Antikgold bleibt uns erhalten. Spezialpapier in Metallic, Optik, Gold und Rosé geht raus ohne Prozente. Dann, das habe ich nicht gefunden, genauso wenig wie das, also gehe ich davon aus, da habe ich noch nicht ganz genau nachgeguckt, dass die beiden bleiben. Farbkarton in Matt Metallic geht raus mit 10%, genauso wie unsere Kupferfolie, auch die geht raus mit 30%. Das Pergamentpapier für Lagendesign geht raus mit 50%, das Kraftpapier geht raus ohne Prozente. Das Spezialpapier Perlmutt Glanz geht raus mit 20% und das Spezialpapier Leinen geht auch raus mit 30%. So, hier oben bleibt alles wie es ist. Sandfarbene Geschenkschachteln mit gewellter Kante gehen raus mit 50%. Die Geschenkschachteln aus Kraftkarton gehen raus mit 50%. Auch da habe ich, glaube ich, noch ein Paket hier, was unbenutzt ist. Aber es ist so. Geschenktüten mit Sichtstreifen gehen raus ohne Prozente. Geschenktüten mit Prägedesign 10%. Und Geschenkschachteln mit Zierdetails gehen raus mit 50%. Dann haben wir die Accessoires. Nummer 1. Runde Akzente in matter Optik. In Color 22 bis 24, die gehen raus mit 40%. Glamouröse Pailletten, die da drunter, gehen raus mit 10%. Die Blüten oder Blümchen gehen raus ohne Prozente. Die drei Sachen bleiben. Einmal kurz was trinken. So, dann haben wir... Die Metallic Accessoires Zweige gehen raus mit 20%. Metallic Accessoires Blüten gehen raus mit 30%. Die Schmetterlinge bleiben uns erhalten. Runde Opalakzente in Color, wo Seladon und so weiter drin ist, gehen raus mit 20%. Der Basic Strassschmuck in Rot geht raus mit 20%. Die beiden bleiben. Basic Strassschmuck Champagner geht raus mit 20%. Was auch rausgeht, und das hat mich echt gewundert, der Basic Perlenschmuck geht raus mit 30%. Runde Akzente Opal Weiß gehen raus mit 20%.
Die Glitzersteine, echte Eleganz, auch die haben wir schon länger im Programm, gehen raus mit 20%. Und die facettierte matte Schmucksteine, was ein Wort, gehen raus mit 20%. Die beiden bleiben uns erhalten. So, die schwarzen, Nummer 2. Runde Akzente in Mattschwarz gehen raus mit 40%. Die beiden bleiben uns erhalten. Nummer 6. Pailletten Funkelschimmer gehen raus mit 30%. Die Zierblüten in Colorfarben, die uns verlassen, gehen raus mit 40%. Die Sprudelperlen mit 10%. Hier oben haben wir die Herzen in Perloptik, auch die gehen raus mit 30%. Die Steinchen in Pastelltönen gehen raus mit 20%. Akzente in Meerglasoptik, auch die gehen raus mit 50%. Der Goldflitter bleibt uns erhalten. So, Bänder. Da habe ich nichts dran geschrieben. Aber ich meine, das hatte ich gesagt, dass das rausgeht. So, Wildlederoptik Espresso geht raus mit 20%. Feines Geschenkband Aquamarin geht raus mit 10%. Die Zierschnur bleibt. Geschenkband in Roségold und Weiß geht raus mit 30%. Das Knitterband in Weiß geht raus ohne Prozente. Metallic-Netzband geht raus ohne Prozente. Der Leinfaden bleibt. Schimmerndes Geschenkband in Granit mit 20% geht raus. Und dann haben wir unten eins in Glutrot, Mini-Rüschenband in Glutrot, das geht raus mit 50%. Auch dieses, Achtung, Geschenkband mit Sprossenfensteroptik in Lodengrün geht raus mit 50%. Geschenkband aus weichem Polyester in Blütenrosa geht raus mit 40%. So, Naturflair hatte ich euch gesagt, das gehört ja in eine Produktreihe, geht raus. Dazu habe ich leider nichts gefunden, zu dem glitzernden Organdi-Band. Das Baumwollband mit silberner Metallic-Kante geht raus mit 40%. Die Kordeln bleiben, das Schwarz-Weiß-Band bleibt. Schimmerndes Satinband in Seladon, das war klar, dass es rausgeht mit 40%. Was auch bleibt, sind die schmalen Metallic-Bänder in den Farben Sommersorbet, Papageiengrün, Karibikblau, Nachtblau und Orchideenlila, die bleiben. Das locker gewebte Geschenkband geht raus, das ist ja in den Farben Bonbonrosa, Papaya und so weiter. Auf das bonbonrosane Band gibt es 10%, auf die anderen nicht. Geschenkband mit Fransenrand in Weiß geht raus mit 30%. Dann haben wir hier unten noch schimmerndes Geschenkband in Gold. Auch das geht raus mit 10%. Die Kordeln bleiben. Und jetzt kommt etwas, wo ich überhaupt nicht mitgerechnet habe. Der Stamparatus geht raus. Auf die Magnete gibt es 60%. Die Schaumstoffmatte, das ist ja eine etwas dickere, geht raus mit 60%. Und was ich auch sehr schade finde, das karierte Papier, das geht auch raus mit 30%. Aber es ist so, dann haben wir kein Stamparatus mehr. So, da haben wir alles. Kommen wir zu den Stanzen. Stanze nach Wahl Fähnchen bleibt. Stanze nach Wahl allerbeste Anhänger geht raus mit 20%. Die Wolke bleibt. Das Gänseblümchen geht raus mit 40%. Die Herzen gehen raus mit 30%. Rechteckige Briefmarke geht raus mit 20%. Und hier haben wir die Libelle, die bleibt. Apartes Etikett, schade, schade, geht raus. Ohne Rabatt. Blüten und Blätter geht raus mit 40%. Dekorativer Kreis bleibt. Entzückendes Etikett. Schade, schade. Verlässt auch schon wieder den Katalog mit 30%. Die Handstanze Zweige bleibt und die Sterne gehen raus mit 20%. Auf der nächsten Seite geht es weiter. Oval Duo bleibt.
Tannenbordüre geht raus mit 50%. Das Einmachglas geht raus mit 50%. Basic-Anhänger geht raus mit 50%. Der Igel bleibt, der Marienkäfer bleibt. Der Wal geht raus mit 30%. Die Tulpe, ich weiß gar nicht, wie lange die schon im Katalog ist, aber auch die geht raus mit 40%. Und die Stanze, Hirsch, Elementstanze, geht raus mit 20%. Hier haben wir Schneidebrett und Co. Das bleibt alles so, wie es ist. Wir bekommen im neuen Katalog noch weitere Aufsätze für den Aufhebhelfer. Die einzelnen Platten für die Stanzmaschine, wenn ich es richtig verstanden habe, findet man demnächst nur noch online und nicht mehr im Katalog. Aber wenn dazu Fragen sind, könnt ihr natürlich gerne auf mich zukommen. Das war das. So, hier hatte ich euch eigentlich alles gesagt. Dann kommen wir noch zu den einzelnen Stanzformen. Wobei da auf der Liste sehr häufig die Seitenzahlen vertauscht sind. Also da musste ich wirklich suchen im Katalog, wo denn die Stanzformen sind, weil die Seitenzahl nicht passte. Aber nun denn, die Stanzform besser als gehen raus mit 10%. Bestickte Rechtecke. Ich weiß, wir haben sie schon lange, lange im Katalog und trotzdem finde ich es schade, dass sie rausgehen. Ich habe die sehr gerne benutzt und das ist, glaube ich, auch, das sind so Stanzformen, die ich nicht verkaufen werde. Die gehen auf jeden Fall raus mit 20%. Bezaubernde Bordüren gehen raus mit 50%, bezaubernde Details mit 50%, bezaubernde Etiketten mit 20%, Blüten, die gehören zu dem Stempelset, handgemalte Blüten, das geht ja auch raus, die gehen raus mit 60%, das ist wirklich ein schönes Set. Dann haben wir hier die Stanzform Danke für einen Schatz. Die passen zu dem Stempelset Amazing Silhouettes, obwohl die kann man auch so verwenden. Da braucht man nicht unbedingt das Stempelset. Der richtige Dreh bleibt. Designer-Etiketten, ja, da war nichts auf der Liste. Zumindest habe ich es nicht gesehen. Und im neuen Katalog habe ich sie auch nicht gesehen. Also da müssen wir mal abwarten, ob sie nun wirklich rausgehen. Oder vielleicht noch mal online verfügbar sind. Wir werden es sehen. Diagonale Kartenstrukturen geht raus ohne Rabatt. Das Diorama oder die Diorama-Stanzform gehen raus ohne Rabatt. Und da habe ich vor, ich glaube, 3 Wochen noch überlegt, ob ich sie mir doch noch bestellt. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, denn jetzt verlassen sie das Sortiment. Ewige Zweige, die passen zu dem Stempelset für alle Zeit. Die gehen raus mit 20%. Hier haben wir die Schmetterlinge. Ihr Lieben, wenn ihr Schmetterlinge liebt und das Set nicht habt, wenn ihr auch nicht unbedingt den Stempel Butterfly Brilliance, den findet ihr auf Seite 116, wenn ihr den nicht unbedingt haben wollt, aber die Stanzform 40%. Wahnsinn. Ich finde es so schade, dass sie rausgehen. Florale Kunst, die passen zu dem Stempelset Art Gallery, 60%. Genial gerahmt geht raus mit 30%. Hier haben wir die Stanzform geometrisch abstrakt, die gehen raus mit 40% und die passen zu dem Stempelset Stempel Grüße auf Seite 114 und zu dem Stempelset gut gerahmt auf Seite 33. Auch die gehen raus. Gesticktes Laub geht raus mit 20%. Gewellte Konturen bleiben. Grünpflanzen passen zu dem Stempelset. Grünes Dankeschön gehen raus mit 60%. Die Hortensie passend zu dem Stempelset. Herrliche Hortensie auf Seite 111. Die gehen raus mit 60%. Im Bilde geht raus mit 10%. Diese Hintergrundstanzen gehen raus. Imposante Pop-ups. Gehen raus ohne Rabatt. Knallbonbon bleibt.
Kreative Kissenschachtel geht raus mit 50%. Künstlerisch bleibt drin. Dann haben wir hier künstlerische Akzente gehen raus mit 60%. Lagenweise Kreise gehen raus mit 10%. Meeresmuscheln, was zu dem Stempelset Muschelreigen. Quatsch. Das passt zu dem Stempelset wie Muscheln. So, das geht raus mit 30%. Mondblüten, die passen zu dem Stempelset besondere Momente, wobei besondere Momente ein Sprücheset ist. Also die Stanzform könnt ihr auch ohne das Stempelset kaufen. 40%. Kunstvolle Rahmen gehen raus mit 60%. Majestätische Momente geht raus mit 60%, die passen zu dem Stempelset Mountain Air. Mini-Versandtasche bleibt. Hier haben wir die Osterglocken. Da gibt es 60% und das Stempelset dazu, Daydream, Zungenbrecher, findet ihr auf Seite 21. Da habt ihr in dem Stempelset zwei englische Sprüche, aber das ist auch rabattiert, genauso wie die Stanzform. So, die Pailletten gehen raus mit 20%. Perfekt gepinselt geht raus mit 50%. Prägeform und Stanzform Blätterzweige geht raus mit 30%. Rechtecke mit Büttenrand bleibt. Die Palmen gehen raus mit 60%. Perfekte Punkte bleibt. Hier haben wir die Stanzform für das Ranunkel-Set. Das geht raus mit 60%. Die Sommerblüten gehen raus mit 60%. Die Sonnenblumen 20%. Sukkulenten im Topf gehen raus mit 60%. Weihnachtsgrün und Etiketten gehen raus mit 40%. Die Stanzform Wiese. Die Wiesenruhe bleibt, meine ich. Da habe ich auch nichts dran geschrieben. Starke Akzente, 60%. Hier haben wir die Stanzform zu den Tulpen. Auch da gibt es 60%. Und Weihnachtszapfen bleiben. So, Prägeform. Mein Mauerwerk geht raus. Es kommt ein neues, aber das ist nicht so schön wie das. Aber naja, das geht auch raus ohne Rabatt. Unter anderem geht auch noch raus Bienenwabe mit 40%. Blumen und Blätter mit 50%. Dank und Gruß geht raus ohne Rabatt. Das bleibt. Karomuster geht raus mit 60%. Malerische Blumen habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Oder es bleibt drin. Mauerwerk hatte ich gerade schon gesagt. Muschelreigen geht raus mit 20%. Dann haben wir hier noch vielsprachige Glückwünsche. Die gehen auch raus. Winterlich, das sind ja zwei schmale Prägeformen, gehen raus ohne Rabatt. Und die Stanzform Wolken geht raus mit 50% Rabatt. Die Gastgeberin-Sets genauso wie das Papier verlassen das Sortiment auch. Und dann sind wir mit dem ersten Katalog durch. Ich gehe gleich weiter zum zweiten. So, jetzt haben wir das andere Format. So. Rustikal Floral. Das Stempelset und die Stanze bleiben ohne 10% Rabatt. Das Band bleibt. Die Pailletten bleiben. Was rausgeht, sind die beiden Papiere ohne Rabatt. Hier habe ich es auch nochmal aufgeschrieben. Das gibt es dann nicht mehr als Produktpaket. Lieb gesagt, bleibt sehr schön, aber nicht mehr als Produktpaket. Share a Milkshake bleibt uns erhalten, aber nicht mehr als Produktpaket. Love Cats geht raus ohne Prozente. Künstlerisch Floral. Die beiden Produktpakete bleiben uns erhalten, aber ohne, also nicht die Pakete bleiben uns erhalten, sondern die Stempelsets und die Stanzform, aber nicht mehr mit 10% Rabatt. Das Bunt
Nein, Quatsch. Leicht glänzendes Papier geht raus mit 30%. Die Schmucksteine bleiben uns erhalten, das Band bleibt uns erhalten. Das Designerpapier geht raus ohne Rabatt. Hier haben wir nochmal die beiden Produktpakete. Also wie gesagt, das bleibt. Genauso bleibt auch heimliches Licht, aber nicht mehr als Produktpaket. Frühlingstanz geht raus mit 20%. Hier oben haben wir noch die Metallaccessoires Libelle. Die gehen raus mit 10%. Dann haben wir Produktpaket Blumenduft. Das Stempelset und auch die Stanzform kriegen jeweils 60%, also das verlässt den Katalog. Bezaubernde Bucht. Stempelset und Stanzform bleiben, genauso wie das Band und der flache, selbstklebende Perlenakzente. Die bleiben uns auch erhalten. Hier fallen die 10% wieder weg, also Stempelset und Stanzform könnt ihr dann nur noch einzeln bestellen und das Designerpapier geht raus mit 10%. Der Hintergrundstempel bleibt. Nested Friends geht meines Erachtens nach raus, ohne Prozente. Dann haben wir Queen Bee. Das Stempelset geht raus ohne Prozente. Auf die Stanzform gibt es 50%. Silly Goose geht raus ohne Prozente. Der Hintergrundstempel Hand Drawn Dots geht raus mit 10%. Und der mit den Streifen hier unten ohne Prozente. Die Schildkröte bleibt uns noch ein bisschen erhalten. Zumindest das nächste Jahr. Dann haben wir die Produktreihe im Park. Stempelset, Handstanze und auch die Stanzform bleiben uns erhalten, aber auch hier wieder nicht mehr als Produktpaket, sondern nur noch einzeln bestellbar. Das Strukturpapier bleibt uns erhalten. Die Prägeform bleibt uns erhalten, das Band bleibt uns erhalten. Was rausgeht, runde Akzente, opaker Optik, die gehen raus mit 10% und das Designerpapier auch mit 10%. Hier haben wir nochmal die beiden Produktpakete. Auf dem Bauernhof, das geht raus, sowohl das Stempelset als auch die Stanzform jeweils 60%. So, und hier. Around the Bend, das bleibt uns anscheinend erhalten. Ich meine, dass ich das im neuen Katalog gesehen habe, denn auch die Stanzformen bleiben. Dann haben wir Marigold Moments. Das geht raus mit 60%, jeweils aus Stempelset und auch auf die Stanzform. Covered in Sunshine geht raus mit 50%. Way to Grow geht raus mit 40%. Die Sprechblasen verlassen uns. Das Stempelset mit 60% und die Stanzform mit 40%. Freundliche Wichtel verlassen das Sortiment ohne Rabatt. Lucky Clover geht auch raus, sowohl das Stempelset als auch die Stanze, aber ohne Rabatt. Zauber der Wüste geht raus. Hier habe ich noch ein Fragezeichen. Zu dem Papier habe ich leider nichts gefunden. Das Designerpapier geht raus mit 30%, das Band geht raus mit 30% und auch der, wie heißt er denn? Facettierte, oh, ich stolper immer wieder über dieses Wort, Pailletten in Gold, auch die gehen raus mit 40% und das Produktpaket geht raus. Auf das Stempelset gibt es 30%, auf die Stanzform keine. Tolle Worte geht raus mit 30%. Besonderes Designerpapier, tierisch elegant, geht raus mit 20%. Das Ballerina-Set geht raus mit 20%. Hier unten besonderes Designerpapier, Pergament Basics bleibt. Decorative Borders, soll das wahrscheinlich auf Englisch geschrieben, geht raus ohne Prozente. Taco Fiesta bleibt uns noch erhalten. Produktpaket spritzige Zitronen
bleibt uns erhalten und eine neue Farbe heißt Zitronenparfait. Das passt dann natürlich perfekt dazu. Allerdings gibt es das dann nicht mehr als Produktpaket. Also die 10% fallen dann weg. Alle Wetter, auch das bleibt uns erhalten, sowohl Stempelset als auch Stanzform. Die Prägeform bleibt, die Accessoires bleiben. Was rausgeht, ist das Papier, allerdings ohne Prozente. Und auch hier fallen die 10% Rabatt weg. Und super News, der Osterhase bleibt uns erhalten. Ich habe ja in diesem Jahr eine Osterwoche gemacht mit 5 Karten. Und ich habe ganz viele Mails bekommen. Schade, schade, dass es vor Ostern nicht mehr bestellbar ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch nicht wieder reingeschaut. Es bleibt uns auf alle Fälle erhalten, nur nicht mehr mit den 10%. Also wenn ihr das fürs nächste Jahr haben möchtet, dann bestellt euch das noch vor Mai, weil dann bekommt ihr die 10% Rabatt noch. Fröhliche Etiketten, das Stempelset geht raus. Die Stanze seht ihr hier oben, bleibt uns erhalten. Das englische Set auf Seite 54 geht raus mit 20%. Was uns auch erhalten bleibt, ist das Produktpaket Filigran Floral, beziehungsweise die Stempel und die Stanzform. Aber die 10% fallen dann auch hier weg. Ein weiteres englisches Set geht raus mit 60% auf Seite 56. Dann haben wir den Ginkgo. Da gibt es sowohl auf das Stempelset als auch auf die Stanzform 60%. Naturabenteuer verlässt uns das Stempelset mit 60%, die Stanzform mit 10%, das Band, Kordel im Dreierpack. Nein, Kordel im Dreier-Kombi-Pack verlässt uns mit 20%, die Accessoires mit 50% und das Designerpapier ohne Rabatt. Dankbare Distel geht raus mit 60%, das Stempelset als auch die Stanzform mit 60%, Watercolor World und die Stanzform angesagtes Alphabet bleibt uns erhalten. Familienfest bleibt uns erhalten, Deko-Schablon, kreative Lagen gehen raus mit 30%. Dann haben wir auf Seite 63 das Stempelset geht raus mit 10% und die Stanzform mit 60. Das nächste englische Set, Seite 64, geht raus mit 60%. Gerahmt mit Blumen geht raus, sowohl auf das Stempelset als auch auf die Stanzform gibt es 60%. Produktpaket Willkommen. Das Stempelset geht raus ohne Rabatte, auf die Stanzform gibt es allerdings 60%. Best Day, das Stempelset geht raus ohne Rabatt. Das Motorradset bleibt uns erhalten, allerdings nicht mehr als Produktpaket. Was auch rausgehen, sind selbstklebende Nietenakzente, die gehen raus mit 20% und das Designerpapier geht auch raus. Aber wie gesagt, Stempel, Stanzen und auch der Prägefolder, das bleibt uns erhalten. Und The Ocean bleibt uns erhalten, aber nicht mehr als Produktpaket. Das heißt, auch hier fallen die 10% weg. Das Stempelset Beside Me bleibt uns erhalten. Du rockst bleibt uns erhalten. Dann sind wir auch schon fast am Ende. Kartensortiment, Erinnerung und mehr Alltagsabenteuer geht raus mit 30%. Die passenden Umschläge, Karten und Umschläge dazu, Alltagsabenteuer, gehen raus mit 20%. Und ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Das hatte ich euch vorne alles schon gesagt. Hier hinten haben wir noch das Gastgeberinpapier und das Stempelset. Auch das geht raus. So, meine Lieben. Viele Infos, wir sind fast bei einer Stunde. Wie gesagt, wenn es euch zu schnell ging, haltet das Video an, spult es zur Not zurück. Und wie gesagt, wenn ihr noch Wünsche habt, die ihr unbedingt haben möchtet, wartet bitte nicht bis zum 4.4. Ich wünsche euch jetzt wie immer ganz viel Spaß und wir sehen uns
im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.